Puccini 685 DF. Deutsche Ausführung. Ja, interessant. Man erkennt es nämlich direkt an den Fenstern. Es ist eine deutsche Ausführung mit Toilette. Und das ist schon eine Sensation, denn wir sind eigentlich bei dem Spezialisten für französische Doppelachser. Aber aufgrund auch unserer Videos, hat zumindest die Sabrina gesagt, haben sich immer mehr deutsche Kunden gemeldet bei einem deutschen Händler, die Fahrzeuge für Deutschland haben wollten. Was für ein Skandal, liebe Sabrina. Euch gibt es seit 1967? Wir haben eben gerade nochmal gefachsimpelt. Also 1964 so mit dem Wohnwagen und vorher Öltankstelle. Also das ist gewachsen, der Schmidt-Familie. Ja, seid in der Nähe von Frankreich, also wirklich nicht weit weg und liefert ganz viel nach Frankreich aus. Also es geht in die Tausende im Laufe der letzten Jahre, die rübergegangen sind nach Frankreich, oft französische Versionen, die Eigenart hatten, keine Toilette. Und da haben sich dann viele drüber bruskiert und haben gesagt, toller Grundriss, aber ohne Toilette, wie geht denn das? Dabei, ich sag mal, ist das ja so extra bestellt. Man könnte sie auch mitbauen, wenn es dafür einen Markt gäbe. In Frankreich eben nicht. Aber hier, der hat eine. Der hat eine Toilette, weil es ein deutsches Fahrzeug ist. Ja, die werden ja eh alle in Deutschland gebaut, ja, aber das ist eins für den deutschen Markt. Ein deutsches Modell nennen wir es einfach mal, eine deutsche Serie und keine französische Baureihe. Ja, was geradezu schreit, ist natürlich die Leichtmetallfelgen. Also ihr habt ja viel französische Kunden. Ich glaube, wenn die das hier sehen, die denken, gab es keine Leichtmetallfelgen oder kommen die noch? Ja, also hier ist irgendwo, habe ich eben auch gesehen, müssen wir mal der Sache nachgehen. So. Denn ich sag mal, ganz oft ist es so, dass die Kunden dann selber praktisch nochmal Hand anlegen. Das heißt also, man kann alles bestellen, wie man möchte. Man kann sie mit 17 Zoll bestellen, man kann sie mit Leichtmetallfelgen bestellen. Je nach Tonnage, also jedes Rad trägt ja einzeln, was da ist. Gibt es auch spezielle Lasten pro Rad, die eingehalten werden müssen. Ja, man sieht es hier. Aufbaulänge, du hast dein schlaues Buch dabei. Soll ich mal mein schlaues Buch fragen? Ja, wir haben ja schon gelernt, dass wir immer gerne an Sachen festgemacht werden und deswegen haben wir immer so schlaue Bücher. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel den Puccini 685 DF mit 2,5 Meter Breite. Der hat eine Gesamtlänge bis zur Deichsel von 8,94 Meter und hat eine Nutzlänge von 6,90 Meter. Also 7 Meter innen, 9 Meter außen, lässt sich in der Praxis übrigens prima fahren, wenn man ein bisschen Übung hat. Es ist gar nicht so wild, weil das Besondere hier bei den Fahrzeugen ist, ich sag mal, vorne wie hinten eigentlich der gleiche Aushub, wenn du irgendwas drehst und so weiter. Also es geht, es lässt sich noch wirklich prima fahren. Das Gewicht genau in der Mitte, das heißt also, je nachdem wie du ihn belädst, steht er sogar so, dass man einigermaßen sich drin bewegen kann, wenn er angehangen ist und nicht das Nutzfahrzeug vorne hochhebt, oder? Richtig, genau, das passt. Das heißt, man kann auch mal auf Toilette gehen zwischendurch, ohne dass man Hubstützen runterfahren muss. Kippt nicht. Allerdings, wenn er natürlich frei steht, dann wird immer eine Stütze rausgekurbelt. Glattblech, auch das sieht man selten bei euch. Das sieht man tatsächlich im Exportsektor weniger, im deutschen Sektor für die Haptik mehr. So, Puccini, hier ist er. Ich selber bekennender Puccini-Fahrer gewesen. Und bevor ich natürlich umgestiegen bin auf ein Reisemobil, war das für Kurztrips natürlich ein bisschen einfacher ist, auch mit Stellplätzen. Großer Fan von Tabat. Unterlüftete Dachbereiche, Breite 2,50 Meter. Gibt es den nur in 2,50, den Puccini? Den Puccini gibt es in 2,50 Meter. Es gibt auch einen kleinen Reisewohnwagen von in der Reihe, Serienreihe Puccini. Der ist dann 2,30 Meter breit tatsächlich. Sieht man sehr schön. Ja. Wenn es jemand hören möchte, mal der Einzelbettwohnwagen Puccini 550 E2,3. 550 E2,3, gibt es genau, auch schmaler. Halt diesen Grundriss hier. Da werden wir gleich reingehen. Ich bin ja überrascht worden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die gleiche Farbgebung und Holzfarbgebung wie eben sehen, oder? Dieses etwas dunklere. Jawohl! So, Truma-Kombi ist mit eingebaut. Auch das eine Besonderheit, denn üblicherweise ist dann Heizung und Warmwasser getrennt. Hier ist die Stromeinspeisung. Und so sieht das ganze Thema Deichsel aus. Auch hier nehme ich an, maximal 2700. Tatsächlich, ja. Ja. 60. Nee. Schauen wir mal kurz nach. Da hat er eine Ausführung von 2,2 auch, hat 320 Kilo Zuladung in dem Moment werkseitig und kann gehen, wenn man den 685 auf die 2,76 Tonne. 2,76. Genau.
ich mir das doch gut behalten. So, Gaskasten, bitte schaut euch möglichst viele Puccini-Videos an, denn die Grundrisse sind immer verschieden. Letztes Mal hatten wir gerade eben gesehen, Spielwiese, Einzelbetten, was da ist. Ich weiß nicht, was hier drin ist, aber wir werden es... Also wir haben schon tausend Sachen Betten gesehen. Hier ein Vierkanal-Mova übrigens eingebaut, eine Fernbedienung zum Rangieren, eine Rangierhilfe, große Aufbautür. So, da kommt dein veganes Kunstleder gleich. Das vegane Kunstleder. Der Kunstleder, ob es vegan ist. Ich habe eben die Nase bei dem anderen Puccini reingehalten. Es roch nach Leder. Hier riecht es nach gar nichts. Also Kunstleder. Oh, so sieht's aus. Für die vegane Fraktion. Aber es riecht nach frischem Holz. Also es riecht so wie so ein Möbelladen so ein bisschen. Ich sehe gerade, er hat sich einen Backofen einbauen lassen. Guck mal. Echt? Ein Tedford, einen kleinen Duplex. Kenne ich aus den Reisemobilen aus vielen. Das ist ja praktisch. Das geht. Ein paar Brötchen, ja. Ab Werk? Ab Werk ist der jetzt mit eingebaut, jawohl. Ist das neu? Nein, modellabhängig halt auch, und dann hast du die Möglichkeit, da tatsächlich dir was einbauen zu lassen. Zulasten halt von der Küchenschublade halt unten, siehst du? Die sind sonst normalerweise drei durchgängige, und hier muss ja der Backofen dann irgendwo hin und verkürzt dann halt die Schubladen unter der Küche. So, der Lichtdom hier oben drüber. Wir haben ein Bussystem zur Lichtsteuerung. Das heißt, ich kann also das Licht an vielen Stellen schalten, was also auch ein Vorteil ist. Ich habe nicht dedizierte Schalter an einer Ecke. Fliegenschutzgitter ist Serie bei Puccini? Nein, alles Zubehör. Alles Zubehör. Also auch hier bitte nichts vergessen. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die sollte man auf jeden Fall mitordern. Und man sollte sich überlegen, es gibt diese gleiche Tür, gibt es auch ohne Fenster bei Puccini? Es gibt diese Vivaldi-Tür, wie wir eben jetzt gesehen haben, dass die mit dem ganzen durchgängigen Flash hier ist. Hier ist die Tapa Premium-Tür mit drin. Also man muss wirklich immer sagen, sprecht uns bitte an. Man muss spezifisch jedes Fahrzeug irgendwo miteinander durchgehen. Weil es die Option für den gibt, die Option gibt es für den. Es ändert sich halt, ja. Bitte ansprechen. Und dann konfigurieren wir da gerne was zusammen. Oder ihr könnt auch gerne mal euer Glück versuchen und schon im Internet auf der Tabat-Seite was konfigurieren. Und uns diesen Link dann mit Code zukommen lassen. Dann schauen wir nochmal drüber. Kennt man ja von vielen anderen Fahrzeugherstellern. Die haben auch solche Codes. Die werden abgespeichert, jeweils die Grundrisse anonym abgespeichert. Genau, so sieht's man aus. Bekommt den Code mit dabei. Ja, große Sitzgruppe, die kann ich zum Bett umbauen? Die kannst du auch zum Bett umbauen, ja. So, dann, ja, das ist das dunkle Holz, was wir eben gesehen haben, ja. Aber in Verbindung mit dem Weiß, rein Weiß oben drüber. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber ich wollte jetzt hier mal die Klappe aufmachen, weil du rein Weiß gesagt hast und dann meistens auf die Soundsysteme ja mit eingehst, weil wir jetzt hinten dann die Boxen gesehen haben, also der hat hier ein Radio mit Vorbereitung drin. So, das Radio ist übrigens nicht nur zum Radio hören, sondern es hat einen Bluetooth-Anschluss mit dabei, dass ich natürlich auch Fernsehen gucken kann übers Radio, gell? Du könntest was gucken? Fernsehen übers Radio? Nein, ich meine, dass das Radio-Audiosystem den Fernsehton wiedergibt, über den AUX-Eingang. Ja. Das ist so. So. Ja, also 32 Zoll Fernseher auch mit eingebaut. Hatten wir auch eben in dem Fahrzeug, da war er nur hier in der Schrankwand mit eingesetzt. Warte mal, ich zeige euch mal gerade den Gesamteindruck hier. Das ist natürlich ein langes Fahrzeug. Was haben Sie hier für Hebel dran gemacht? Haha, unterschiedlich ist das. Dann bist du immer am Gucken. Die Sabrina sucht. Ja, da ist eine andere Wäsche rummontiert. Das heißt, du kannst ihn auch weiter zu dir bringen. Ja, der ist der Halter, den wir eben hatten. Den konntest du einmal von unten ziehen und hier ist er dann nur umgekehrt im Wäsch fixiert. Ich komme mal gerade zu dir, dass man mal sieht, wie das Gelenk funktioniert. Das ist ein richtig großes, massives Gelenk, das den Fernseher hält, wie zu Hause. Dann kannst du auch einmal nach hinten kannst es machen, aber wir werden gleich mal gucken. Vielleicht hat er hinten ja auch noch eine Fernsehvorbereitung. Ja, dann nochmal zu mir. Nochmal nach draußen. So Fußball-WM. Ein Stück Buffet hier. Weiter. So, je nachdem. Du musst hier vom Bild noch ein bisschen was sehen. Okay, das heißt, du kannst Fernsehen gucken wie zu Hause. Sat-Anlage ist hier drauf am Dach? Ja, der hat jetzt ein Allrounder-Paket mitbestellt anscheinend, der Kunde, weil es ist Mova dran, das ist die Sat-Schüssel oben drauf, habe ich gesehen. Da muss man dann halt entscheiden, ob die noch auf Twin umgelastet wird. Sieht aber aus wie Single-Antenne und hat den 32 Zoll TV dann als Aufpreis dann gewählt. Weil normal ist er 21,5. Ja, schaut euch bitte noch die Messevideos an. Da wurden die Fahrzeuge ja vorgestellt. Da waren sie auch beleuchtet. Da kann man sehr schön sehen. Also
Tabat hat sehr viel Geld in das Thema Ambiente, Licht und Beleuchtung gemacht. Und übrigens nicht, dass er sagt, hier, ihr könntet ja euch die Mühe machen, das Fahrzeug mal anzuschließen mit allem drum und dran. Wir sind froh, liebe Sabrina, dass wir teilweise die Fahrzeuge überhaupt zum Filmen bekommen, weil die sind so selten, die Deutschen. Und die Kunden warten ja schon alle drauf, oder? Ja, bei uns warten die tatsächlich dementsprechend jetzt schon drauf, weil die Serie jetzt für 2022 die letzte Serie ist, die jetzt produziert wurde. Weil wir dann ja jetzt schon in 2023 gehen, wenn wir nach Düsseldorf gehen im August, September, wo wir euch gerne begrüßen. Und dann auch die zeitversetzte Lieferungsverzögerung uns leider damit Produktbeschaffung reingespielt hat. Denkst du, dass die Änderungen wesentlich wären, die drei? Ich gehe davon aus, nicht. Nee. Okay. Machen wir hier so ein kleines Fach bitte auf? Ja, bitte doch. So, also kleine Fächer kommen uns sehr entgegen, weil das Ganze natürlich noch belastbarer wird als ein großes. Das heißt, jedes kann wahrscheinlich das fast, was ein großes kann, dann von den Auszügen her. Wir machen mal zu. Natürlich auch die Isolierung, also die Dämmung ist ja nicht nur Wärme, können sondern wir auch Schall. Testen, ja. Warte mal, 1, 2, 3, wieder mal 5 Beschläge. Die Beschlagsorgie, aber das Ganze soll ja auch ein Leben lang halten. Hier oft gefragt, nochmal die Antwort auch dazu. Es ist angedeutet, es ist aber nicht durchgängig. Wenn da noch gerne jemand ein Einlagefach hätte, sind wir da gern, stehen wir Rede und Antwort und können Ihnen da gern ein Brett schneiden, aber es ist nicht vorgesehen. Mach mal oben auf, bitte. Welches? Obere Fach, genau. Ob wir das schon hatten. So, und mal bitte hier mal öffnen und mal den Zettel hochheben. Dankeschön. Da sieht man also. Die Radschrauben sollen nachgezogen werden, der Hinweis. Also du kannst hier wirklich große Töpfe unterbringen. Es geht ja gar nicht darum, drei Töpfe zeitgleich zu machen, sondern auch größere Töpfe unterzubringen. Mhm. So ist es. Die Spüle hier ist integriert. Was ist total krass. Sobald du hier bist, ja, ist Sabrina direkt nach irgendwelchen Sachen am Gucken, die du sofort dokumentierst. Was ist dir aufgefallen? Willst du es verraten? Nö. Nee. Gut. So. Du bist ja echt der Crack, der Profi, also der wirklich alles sieht. Ich sehe hier gar nichts. Also irgendwas ist dir mal wieder aufgefallen, was dich irgendwie stutzig gemacht hat. Aber wir werden es nicht verraten. Wahrscheinlich nee, ist es sogar so. Nichts Hochgravierendes. Nichts Hochgravierendes. Nee, so. Aber wir befinden uns im Auto. Es hat noch keine Abnahmen bekommen. Wir haben eben das Siegel aufgemacht. Das Ding ist flammneu. Also normal kommt jetzt die Abnahme. Eine Stunde verbraucht ihr alleine, um ihn zu checken. Ja, die Jungs sind im Moment halt wirklich voll am Limit wieder, weil wir einfach diese ganzen Fahrzeuge jetzt zum Teil bekommen haben. Ja, auch Sonderbauten halt irgendwo was machen. Wir entweder Sonderbauten machen oder Wohnwagen fertig machen zur Auslieferung. Und da sind wir im Moment ein bisschen im Zwiespalt überall und auch zeitintensiv gut eingespannt. Ja? Also die laufen echt am Limit. So, ich zeige mal gerade großes Heki, dann großer durchgehender Spiegel diesmal, weil wir keinen Kühlschrank auf der Seite haben. Normal war ja der Kühlschrank immer im Eingangsbereich, diesmal ist er im Wohnbereich in der Mitte. Da ist nichts mehr statisch. Nichts mehr statisch. So, und hier Kühlschrank beidseitig zu öffnen. Einmal Gefrierfach. Einmal Kühlschrank. Weißt du, was ich schön finde hier? Mhm. Bei euch in Ida Oberstein. Du hast nicht diesen Druck von der Messe, dass immer einer direkt wieder ins Fahrzeug will. Ja, ich reinstehe, das stimmt. Obwohl wir ja früh morgens immer gefilmt haben auf der Messe, weißt du noch? Ja, wo ich zu dir gesagt habe, vielleicht legen wir das mal vor, die Messe. Um 7 Uhr, da habe ich gedacht, Sabrina, sei mir nicht böse, aber ich filme am Vortag bis um 8. Und da komme ich nicht um 7 zu dir. Und da war es dann irgendwie doch 19:30. Aber dann standen schon Kunden da. War echt witzig. Ja. Das ist aber interessant, wo die dann irgendwo manchmal doch so den Weg dann reinfinden. So, Truma, das gab letztes Jahr die Aktion, die haben wirklich viele mitgenommen. Ich glaube, Truma hat ein paar Klimaanlagen mehr gebaut in dem Jahr. Ja, Truma und Dometic war das Messeangebot zu der Messe halt hin, dass man sich die Klimaanlage entweder von Dometic oder von Truma für ein wirklich kleines Geld, sage ich jetzt einfach mal. Klar, jeder muss sein Geld verdienen, aber es ist im Gegenzug, wenn ich das Jahr dann aus der Liste bestelle, schon lohnenswert gewesen. Kleiderschrank hinter dir? Kleiderschrank. Siehst du mal, fühlt sich echt zu Hause, hast du gemerkt? Ja. Was ist so dagegen? Einfach mal relaxed nach den was haben wir jetzt, das sechste Fahrzeug? Es gibt übrigens Mikrowellen, die passen genau hier rein. Man kann sich eine Steckdose nachrüsten lassen, da von euch. Da funktioniert es tatsächlich, ja. Was auch wirklich easy ist, weil die Stromanschlüsse direkt daneben sind hier.
So, Kleiderschrank, dann unten noch ein großes Fach. Der hat eine Duo-Kontrolle mit drin. Die Duo-Kontrolle, Fußbodenerwärmung in dem Moment. Siehst du hier den Knopf dafür. Und hier unten hat er für die 12 Volt und Umformer alles von der Elektronik her fürs Fahrzeug. So, und hier hat er den Mover anlegen. Vielleicht siehst du das hier. Ja, zeig mal. Da ist der Schlüssel. Siehst du? Da ist der Mover-Schlüssel. Okay, und das ist die Empfangseinheit für den Mover, links. Okay. Das, ja, das ist er hier. Bad. Sollen wir das Bad gerade machen? Was hinter uns? Dann haben wir hier ein schönes Bad. Ein Querbad. Eine Kassettentoilette. Diesmal nicht längs, sondern du hast mehr Platz zum Stehen. In dem Fahrzeug, wo wir eben waren, war das hier der Badbereich ja nur. Und eine Duschwanne unten auf dem Boden. Welches das dann ein bisschen eingeschränkt hat vom Raummodul. Und jetzt hast du hier tatsächlich eine vollwertige Dusche. Die riesig ist, sogar mit einer eigenen Duschtrennwand hier drin. Ich mach mal gerade hier die Schränke auf. So, da mal reinschauen. Auf beiden Seiten hast du hier den Platz. Und unten nochmal einen ganz großen Platz. Ja, guckt euch am besten mal alle an. Viele Dinge wiederholen sich. Also Tabat erfindet das Rad nicht immer neu. Viele Schrankelemente sind also in der Wiederholung, aber die Anordnung, die ist schon jetzt im Laufe der letzten 30, 40, 50 Jahre, hat sich das rauskristallisiert. Das sind hier die Topseller, oder? Diese Grundrisse. Französisches Bett hinten. Das ist richtig. Queensbett, ja. Meine ich. Queensbett in Funktion. Du siehst ja hier oben auch, dann kannst du das Bettteil noch hoch, das Kopfteil hochstellen. Und das Schöne ist halt, dass jeder dran vorbeikommt und kann sich dann separat bewegen. Eigenständig aufstehen, hinlegen. Ich zeig das mal gerade, wie entspannt die Sabrina da liegt, weil sie bittet sogar üblicherweise darum, dass ich noch länger drehe mit ihr, weil sie dann aus dem Alltag herausgerissen wird, quasi wie eine Urlaubsreise ist es mit mir zu drehen. Ja. Normal klingelt das Telefon den ganzen Tag, immer wieder Kleinigkeiten. Ich glaube, viel besteht auch darin, wenn jemand so ein Teil kriegt, ja, fährt damit. Es ist ja ein rollendes Haus mit ganz vielen Installationen, kann immer mal ein bisschen was sein. Ihr seid eigentlich Hausmeister, ihr seid Hausbauer, ihr seid Überwacher, ihr seid alles in einem. Also ihr seid der Ansprechpartner für alle Dinge rund um den Wohnwagen. Kann man tatsächlich so sagen, ja? Hast du ja. Schön zusammengefasst. Die Schränke zum Beispiel, das ist ja Holz, kann sich immer mal was bewegen, kann mal was sein. Du empfiehlst aber Kleinigkeiten zu sammeln. Das heißt also jetzt nicht irgendwie einen Anfall zu kriegen, wenn irgendein Schrank sich nicht mal 1000%ig öffnet, sondern diese Sachen alle aufschreiben, einen Termin zu machen, sich alles anzugucken, ist ganz normal. Ganz normaler Service, ja. Sehr schön. Also, guck mal gerade rein, ist anders wie ein Bad zu Hause, was ja statisch auf einem Fleck steht, sich nie bewegt. Also man kann ja aus Spaß mal am Privatgelände mitfahren. Ich sag mal, wenn man sich gut festhält auf privaten Bereich und dann einfach mal gucken, wie der sich bewegt, also während der Fahrt. Also, oder man stellt mal eine GoPro rein, ja, was da passiert. Ja. Das ist schon wirklich beeindruckend, oder? Das ist beeindruckend. So, darf ich dir mal das Bett zeigen? Ich komme. Er hat übrigens die Watergel-Matratze oben drauf. Ja, hat er auch. Sehen wir hier. Ja, das ist ja mal Stauraum. Da kannst du fast noch ein Bett runter machen. Am Stockbett. Noch machen. Das Problem oder die Hürde oder wie man es immer nennen möchte, ist halt bei dem Grundriss, dass du hier von außen tatsächlich unter das Bett mit einer Staufläche kommst. Wenn es gut geht, kriegst du einen Stuhl, aber noch nicht mehr unbedingt einen Tisch. Da kriegst du aber Skier rein. Zum Beispiel Skier könntest du reinmachen, ja. Da musst du halt das so nutzen, dass du halt hier unten drunter dann erst doch mal in den Wohnwagen gehst und vielleicht eine Staufläche hier unten drunter noch nutzt. Aber schmale Tische. Es gibt ja diese Tische, die immer so rollen kann. Aber das Queensbett hat natürlich was. Ja. Also es gibt ja Fans für Queensbett, Fans für Querbetten. Das Queensbett fühlt sich eher an wie zu Hause, oder? So ein bisschen, weil es halt so von beiden Seiten begehbar, oder? Ja, oder meinen Sie jetzt mehr so Boxspringfunktion oder sowas? Dann halt auch. Ist ja doch schon ein bisschen höher halt auch wie ein normales Bett, sage ich jetzt mal, wenn du so ein Gestell hast. Zwei Kleiderschränke, zwei Fenster an der Seite, die auch wirklich wirken wie zu Hause. Ja. Also auch nochmal, wo du dann nicht so vom Bett aus rausguckst, sondern du hast nochmal diese ganze Tiefe hier an der Seite. Allein die Kleiderschränke, dass jeder nochmal seinen eigenen Kleiderschrankbereich hat, wo er Blusen oder T-Shirts und so weiter reinmacht, das ist natürlich schon mal Gold wert. Das gleiche auf deiner Seite? Das habe ich auf der anderen Seite, genauso wie du auf deiner Seite, ja. So, dann hast du hier nochmal Staufächer hinten im Kopfbereich, zwei große Leselampen mit drin. Ja, toller Grundriss. Queensbett. Ich finde das Queensbett
Ich persönlich, muss man sagen, das ist ja jedem anders, eigentlich als das beste Bett, wenn die Kinder schon ein bisschen aus dem Haus sind. Wenn man natürlich die Kids noch mit dabei hat, die dann noch in die Mitte kommen, da ist vielleicht ein Queensbett mit zwei Leuten und noch ein Kind in der Mitte ein bisschen schwierig. Spannend ist, ihr habt eine Lesefunktion eingebaut. Die ist hier mit integriert. Das heißt, du kannst die Kopfteile einzeln nochmal hoch machen, dass du beim Lesen so eine Art Liegeposition bekommst. Hier bei der Option von dem Komfortschlafsystem kannst du hier hinten bei Nackenhöhenverstellung, Rückenverstellung dementsprechend vornehmen, hast hier oben deine Leseleuchten, deine Ablagen und kannst das richtig schön nutzen. Ja, auch hier sind wir wahrscheinlich im größeren fünfstelligen Bereich von den Anschaffungskosten. Es lohnt sich, auf die Messe zu kommen. Da sind immer interessante Pakete, die Tabat anbietet. Oder? Für die Messe, wie gesagt, das Paket, was wir eben erwähnt hatten, halt mit dieser Funktion der Klimaanlage. Was jetzt kommt auf der Messe, weiß man noch nicht. Also, da müssen wir uns überraschen lassen. Ja, du bist auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf, eine ganz wichtige Messe. Und du hast zumindest mal vor, in Stuttgart auf die CMT zu fahren. Ja. Beides zwei wichtige Messen für euch? Beides zwei wichtige Messen aus unserer Region heraus für uns, ja. Ihr habt keinen eigenen Stand, sondern ihr seid auf den Gemeinschaftsstand von Tabat? Wir kaufen uns als Händler auf die Messe im Endeffekt ein, ja. Oh, das heißt eine Gesamtproduktion? Dann aber den Vorteil, dass wir dann auch in unserem Büro zu finden sind, ja. Gut, das heißt, jeder nutzt das Gesamtmesseangebot, weil es ist ja ein Riesenaufwand. Ihr alleine könntet ja gar nicht die ganzen Fahrzeuge auf die Messe, ich sag mal, bringen. Das ist ein Kostenaufwand, alleine wäre das gar nicht zu stemmen. Überlegt einmal, wie viele Grundrisse allein jetzt, wie wir den Puccini jetzt hier gefilmt haben, haben. Du fängst an bei dem Puccini hier, das sind ja hier schon 6. So, dann müsstest du von 6 Stück müstest du einen da haben. Der Da Vinci, der haben wir angefangen. Da müsstest du haben, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fahrzeuge. Von 22.350 Euro in der 22er Liste angefangen bis 36.970 ohne irgendein Zubehör. Ja, also das sind schon Massen, die da bewältigt werden an Fahrzeugen und auch an Kapital. Flocken, so ist es. Ja, und das Ganze wird immer teurer. Es lohnt sich, auf die Messen zu gehen, denn wenn einer vorhat, was zu kaufen, es wird wahrscheinlich nicht billiger werden, oder? Nee, es wird nicht billiger werden. Also wir hatten heute Morgen ja schon mal einfach nur das Gespräch aus der Wohnmobilreihe her, wie viel Prozente da um die Ohren geschlagen werden. Das wird auch nachher beim Caravan nicht anders sein. Wir haben bis jetzt immer noch mal eine Preisliste. Wie soll ich mich ausdrücken? Wenn eine Preisliste rauskam für ein Modelljahr, jetzt 22, haben wir zwei Preiserhöhungen definitiv von einem halben Jahr aufs nächste halbe Jahr auch gehabt und werden jetzt für 23 nochmal eine Preiserhöhung mitbekommen und auch die Beschaffung von den Fahrzeugen wird immer schwieriger, denn es ist schön, dass ihr alle dann auch kauft, aber wenn ihr kaufen wollt und wollt zum Beispiel für die Ostern nächstes Jahr rausfahren, wäre es schon hilfreich, dass ihr euch sogar jetzt mit uns in Verbindung setzt. Jetzt, also noch vor der Messe. Ja. Das ist ganz sinnvoll. Ja, vielen Dank, Sabrina Fehwinger von AMC Schmidt aus Idar-Oberstein. Das Ganze liegt in Rheinland-Pfalz an der Nahe und ihr seid sehr zentral, zumindest mal in der Mitte von Deutschland, vielleicht nicht gerade von Rostock oder von Cottbus, vielleicht ein bisschen weit weg, aber ihr habt auch da Kunden hier. Leute kommen aus ganz Europa zu euch? Leute kommen ganz europamäßig zu uns. Wir haben Schweizer, wir haben Österreicher, wir haben Belgier, wir haben Holländer, wir haben Schweden, wir haben Norweger. Ja, aus der jahrelangen Familienerfahrung raus, sage ich jetzt einfach mal, mit der Marke Tabat. Ja, vielen Dank, Sabrina Fehwinger im Puccini 685 DF. DF, sicher? Ja. DF. Tschüss. Ciao.